Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Auf meinem Grundstück hat sich schon ein klein bisschen was entwickelt. Wir produzieren fröhlich Stein, damit wir endlich mal die Hütte in Angriff nehmen können. Ich habe ein bisschen wild rumkalkuliert, wo was stehen könnte. Habe ausprobiert, wie groß was sein kann. Allerdings fehlt, um die Hütte wirklich in Angriff zu nehmen, noch Glas. Weil Haus ohne Fenster sieht irgendwie, naja, not so good. Hier habe ich ein bisschen Storage untergebracht, auch nicht die Welt. Wir wollen heute automatisch Glas erstellen, damit eine Barrel voll gefüllt wird mit Glas, die wir verarbeiten können, die wir benutzen können. Ich nehme mal wieder zu einer echt unmenschlichen Zeit auf, aber nachts ist man halt aktiv. 3395 Stein haben wir schon. Ob das fürs Haus reicht, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Produziert hier fröhlich weiter. Durch die schöne Lavaversorgung durch den Nether haben wir da wenig Probleme. Was wir jetzt brauchen, ist eine Herstellung, eine automatische Herstellung von Glas, damit das fröhlich durchlaufen kann. Hier habe ich noch ein paar Ender-Lily, die ich in der Kiste gefunden habe. Da hoffe ich, dass die auch nochmal wachsen. Ich brauche unbedingt eine Enderperle, um hier einen Chunkloader hinzustellen, damit die auch wachsen, wenn ich nicht auf dem Server drauf rumlaufe. Da ich ja leider ein bisschen abseits bin und mein Nachbar nicht gerade sehr aktiv ist, ist mein Gebiet deshalb eigentlich nie geladen. Und zwar brauchen wir erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Nehmen wir einfach mal hier eine Kiste. Da liegt schon was drin. Den Endstone habe ich übrigens einfach mal so mitten im Feld gefunden. Scheint auch in der Overworld einfach zu irgendwo zu spawnen. Brauchen wir die? Behalten wir einfach bei. Ist nicht das Ding. Gut, was wollen wir haben? Wir wollen von Thermal Expansion einige Maschinen haben. Die können uns das ganz automatisch zurechtbasteln. Und zwar wollen wir... Bin ich blind? Wo ist Thermal Expansion? Thermal, da. Wir erwarten das, ja, da. Wir brauchen einmal die Funache und einmal den Pulverizer und einmal noch einen Ignis Extruder. Der Ignis Extruder, die Funache und der Pulverizer. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Pulverizer? Hallo? Da. Alle drei brauchen einen davon. Zwei Pisten, sollte nicht das Ding sein. Einfach mal eine Handvoll hiervon, ein bisschen Redstone habe ich hier hinten drin. Dann Glas. Ist gut, wenn ich eine automatische Herstellung von Glas baue, aber kein Glas habe, um diese automatische Herstellung zu bauen. Yay! Glasception. Kohle. Nein, auch nicht. Ja, auch nicht. Warum ich das nicht mit Clearglas mache, wo ich das Ding auch sitzen habe, ganz ehrlich, ich mag Clearglas nicht. Ich meine, ich baue doch nicht ein Fenster, damit es später niemand sehen kann, dass da Glas ist. Wozu setze ich dann da Glas hin, wenn es kein Mensch dann sehen kann? Top! Ich meine, spätestens im zweiten Stockwerk interessiert mich doch nicht, ob man da durchlaufen kann oder nicht. Jetzt mal einer sagt, was ich gerade suche. Cool. Gute Kohle wird jetzt verfeuert. Ich brauche eh keinen Stahl mehr. Da kommt Glas rein. Das kann ein bisschen vor sich hin brutzeln. Dann bauen wir doch schon mal die einen davon. Da brauchen wir Copper. Das haben wir auch gleich. Der Pulverizer braucht auch einen davon. Und der Ignis Extruder braucht einen hiervon. Was wir nicht haben, weil, wieso? Müssten wir nicht eigentlich? Eisen, Eisen, Glas, Glas, Glas schon. Eisen, Eisen, Glas, Glas, Glas da. Wo ist das Problem? Man weiß es nicht. Zwei Pisten. Da brauche ich ein bisschen hiervon. Ein bisschen Holz, wenn ich Holz irgendwo habe. Ja, das war nicht der Plan. Holz. Habe ich echt kein bisschen Holz mehr?
Ernsthaft? Ich hatte, ich hab's hinten in die Kiste reingeschmissen. Ja. Hab ich. So, dann kommen wir jetzt auf Pisten. Zwei Pisten. Die Bricks müssen uns noch schmelzen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie geht's dem Glas? Das ist fröhlich vor sich hinbrutzeln. Jetzt brauchen wir doch mal die andere Schmiede dafür. Das Redstone haben wir. Das Kupfer holen wir uns kurz hier aus der Kiste. Der Pulverizer braucht Kupfer. Der braucht Kupfer. Und der Ignis Extruder braucht was anderes. Der braucht Zinn. Haben wir alles. Die Bricks schmelzen vor sich hin. Das Glas kann ich jetzt schon mal rausnehmen. Ich denke mal, dass ich davon genug bauen kann. Und zwar von dieser Sorte. Ja, Gold habe ich nicht. Doch, Gold habe ich. Was hat denn jetzt gefehlt? Ah, nichts. Das war natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt darf er wieder raus. Das schmilzt vor sich hin. Das ist mittlerweile irrelevant. Kann ich doch schon mal Pulverizer. Der braucht noch zwei hiervon. Damit haben wir den Pulverizer, den Ignite Extruder. Und als letztes die Redstone. Was wir noch brauchen, ist Energie. Das heißt, wir brauchen noch so ein Magnetic Dynamo. Wie der gute alte Dynamo. Sagt einem bestimmt nichts. Aber who cares. Ich brauche nur einen. Der sollte mir reichen. Aber der eine braucht zwei Zahnräder. Dann frisst der Dynamo noch so ein Teil, wofür ich ein Silber brauche. Zinn, Silber. So, so. Der kommt nach oben. Der kommt da und dahin. Die kommen so drumherum. Der kommt in die Mitte. Magnetic Dynamo. Dynamo. Ich muss das unbedingt vernünftig aussprechen. Ich glaube, hält auch kein Mensch aus, wenn ich das ständig so ausspreche. Wenn ich das nicht mal selbst ertrage. Ah. Ich habe irgendwo Item Ducts. Ich weiß, dass ich Item Ducts habe. Wo habe ich Item Ducts? Sag mir mal eine, wo ich die Item Ducts hingeschmissen habe. Nein. 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 Ich habe noch voll viel von diesen Drecks-Item-Ducks. Ich habe doch mal ein ganzes Stück hergestellt. Wo sind die? Habe ich die im Inventar? Nein. Ich habe gerade eh Zeit, solange das noch am Aufkochen ist. Anscheinend bin ich völlig blind. Gut. Ich habe hier ein Enchantment-Table. Und ich habe mir vorhin... Scheiß doch. Die Flugetag, nein, die Item-Tags, Zinn. Zinn habe ich natürlich nichts dabei, warum auch. Das heißt, reichen zwei, nehmen wir ein bisschen mehr. Was wir auch gleich machen können, ist eine Barrel. Dafür brauchen wir das Holz, was wir hier vorhin in der Kiste geschmissen haben. Und wir brauchen noch mehr Holz. Das holen wir uns einfach hier aus dem großen Wald. Wir brauchen ja nur 7 Stück. Das ist ein Baum maximal. Der Baum lächelt mich schon so an. Den will ich haben. Ding. Oh, die Axt ist klasse. Und wieder zurück. Ich glaube, die Fledermaus ist echt overpowered. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesem Morph-Mod gedacht haben, aber jegliche Art von Jetpack und Co. ist völlig überflüssig durch die Fledermaus. Aber hey. Wenn die meinen, dann meinen die. Meinen. So, so viel Glas brauchen wir nicht. Da reicht nur normale Barrel. Das
ganze Konstrukt bauen wir einfach mal. Ein bisschen schlecht ist, dass das meine Wandabzäunung ist. Das heißt, hier wandert eine Wand lang. Später, wenn ich das Gebäude anfange aufzubauen. Das heißt, das ganze Gerät werde ich dann sowieso irgendwann verschieben. Scheiß drauf, ich muss erstmal hier. Also als erstes brauche ich den Ignix Extruder. Der braucht keinerlei Verbindung zur Energie haben. Das heißt, der Pulverizer und die Funatsche, die ich mal kurz baue, damit wir das auch haben. Die brauchen den Saft. Dann brauche ich auch noch, um den Saft zu übertragen, brauche ich noch ein paar Energy Conduits. Redstone Energy Conduits. Elektrum. Nein, gibt es noch eine etwas günstigere Variante? Redstone Energy Conduits. Nein, nein. Nein, nein. Das heißt, ich komme nur mit Elektrum rum. Okay, wie kann ich Elektrum mal sinnvoll herstellen? Das ist doch gut. Nee, nicht so. Auch nicht so. Silber, Gold. 1 zu 1. Kriegen wir hin. Ist nicht das Ding. Nehmen wir doch einfach mal hier. 10 Gold. 10 Silber. Die ich natürlich nicht mitgenommen habe. Warum auch? 10 Gold, 10 Silber, ab in die Schmiede. Die Glock muss weg, ansonsten fängt er an, das eine rauszupumpen, bevor das zweite drin ist. So. Dann können wir hier unseren Mechanismus aufbauen. Als erstes muss der Pulverizer arbeiten. Stellen wir den hier hin. Danach muss die Funatsche arbeiten. Und danach kommt das Ganze in die Barrel. Die... Habe ich vergessen, die Item Ducks zu machen? Ich habe vergessen, die Item Ducks zu machen. Das können wir... Die Barrel wird von oben angesprochen. Das heißt, wir stellen die einfach daneben. So. Und können dann mit der dem Item Duct das ganz einfach so machen. Jetzt noch mal ein toller Wrench. Nee, das ist richtig. Warum soll das sein? Und wir sagen ihnen, hey, du sollst oben Output machen, hier sollst du nichts machen, hier sollst du nichts machen, hier sollst du nichts machen und von hier kriegst du Stuff. Ihm sagen wir, hey, pack mal was hier reinkommt, nach links. Du kriegst von rechts. Hey, du kriegst von oben Stuff. Und hier... Weiß ich gar nicht. Wenn man Cobblestone pulverisiert... Halt. Okay, ich kann das Glas wieder Sand machen. Kann man eine Endlosschleife an Energieverbrauch machen. Gravel kann mal rauskommen. Okay, um den Gravel müssen wir uns auch noch irgendwie kümmern. Den Gravel landen wir mal nach hinten. Damit der schon mal in der Richtung weg ist. Von oben kommt der Spaß drauf. Du sollst nach unten das hier leiten und ich brauche zwei Eimer. Habe ich Eimer dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich darf mal wieder meine Kisten durchsuchen. Einmal. Nein. Einmal. Nein. Einmal. Nein. Jetzt erzähl mir nicht, dass ich meine Eimer irgendwo verloren habe. Ich habe meine Eimer irgendwo verloren. Kein großes Problem. Ist auch noch ein bisschen Eisen. Und das habe ich zurzeit echt genug. Das heißt, hier kommt ein Fuhr davon rein. Genau den, nein, nicht genau den, sorry, genau den, nein, nicht genau den. Ah, passt. So. Der produziert Cobblestone,
Der soll nicht verbunden sein. Der Gobelstone kommt in den Pulverizer. Der Pulverizer macht Sand aus. Der macht aus dem Sand Glas und das landet in der Barrel. Wunderbar. Jetzt brauchen die beiden unteren Maschinen noch Energie und ich muss mir ausdenken, was ich mit dem Gravel mache. Es gibt doch einen Mülleimer und zwar die Trashcan. Die ich nur finde, wenn ich nicht nur nach Thermal Expansion suche. Das gute Stück. Das braucht gar nichts. Okay. Das ist einfach. Trashcan ist super. Da kann man einfach alles reinleiten, was man nicht mehr haben will. Man sollte allerdings aufpassen, wenn man das Inventar davon öffnet, weil jedes Item, was man da reinsteckt, sofort deleted ist. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt einfach da... Weg. Die kommen auch nicht wieder. Da kann ich machen, was ich will. Ich hoffe, dass er intelligent genug ist, das so reinzuschieben. Sieht zwar nicht unbedingt connected aus, aber... In Minecraft sieht sowieso ziemlich viele Sachen nicht gerade connected aus. Wie geht's denn mein... Ah, es ist fertig. Dann können wir es ja rausgießen. Wir machen es mal nur auf einer Seite. Und können unseren Dynamo schon mal aufbauen. Eine Schaufel. So, wenn ich den jetzt so hinstelle und den ein bisschen rotiere, was ich gerade nicht kann, so kriegt er noch keine Lava, okay. Sollte sich aber ändern, wenn ich da Elektron Energy Pure Energy. So, wenn ich ihm sage, hey, du hast hier einen Punkt, den du connecten könnten. Ich wusste, da war was dran. Ich muss die noch mit... Nein, es gibt doch günstigere Varianten davon. Ich weiß, dass es günstiger war. Ich habe gleich die teuerste hergestellt. Warum auch nicht? Ich will doch nur ein klein bisschen Strom ertragen und hol mir gleich das teuerste vom teuersten. Naja, irgendwann werde ich es schon gebrauchen. Wo haben wir jetzt wieder Thermal Expansion? Thermal Expansion. Da. Gott, es ist spät, ey. Hier sind die Leitungen nicht. Hier ist die Redstone. Das ist mir aber zu teuer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht alles angezeigt wird. Bin ich blind? Ich meine, Item... Ah. Lead Energy Conduit. Harden Energy Conduit. Kann auch auf Shift sehen. Überträgt 80, überträgt 400. Ich wollte natürlich gleich die 10.000er Variante für eine kleine beschissene Engine. Ich sollte vermeiden, solche Kraftaufträge zu benutzen. Wir wollen die Lead. Einfach zwei Lead, ein Glas, oben Redstone. Ganz einfach. Einfach zwei Lead. Machen wir gleich vier Lead. Dann haben wir gleich ein komplettes... Ja. Ein Musikstück mit ganz vielen Liedern. So. Und unsere Energie. Das sollte jetzt aber besser funktionieren. Da connectest du, da connectest du. Hier und hier. Und dich drehen wir jetzt nochmal richtig. Wunderbar. Und er wird auch gleich mit Lava versorgt. Genau das wollen wir haben. Dich interessiert Redstone-Signal gar nicht. Der kriegt Energie. Der kriegt Energie. Der Pulverize ist fröhlich vor sich hin. Wenn er Sand erstellt hat, wandert der Sand hier raus und in die Barrel rein. Genau das wollen wir haben. Das heißt, wir haben
hier eine konstante Steinversorgung. Wo wir uns schön was draus bauen können. Hier eine konstante Glasversorgung. Alles, was wir brauchen, auf alles, was wir achten müssen, ist, dass die Lava schön konstant bleibt. Und solange wir die Lava haben, haben wir unendlich viel Glas und unendlich viel Stein. Und können damit unendlich große Häuser bauen. Was das hier für ein Haus wird, das könnt ihr euch eigentlich schon an der Absteckung sehen. Ich habe immer so ein paar Steine in die Landschaft geknallt, wo ich mir dann gedacht habe, dass hier in etwa die Wand sein wird. Hier ist nochmal ein Moonstone runtergekommen. Hier in der Mitte wird der Durchgang sein. Ich werde den Weg noch ein bisschen versetzen, dass der mehr hier ist, damit der auch mittig mit meinem Weg dann ist, der hier durchführt. Das unterste Level wird eher so ein bisschen Deko-like werden. Das ganze Haus wird 2 oder 3 Stockwerke haben. Oben Garten, damit ich da oben auch noch ein bisschen was machen kann. AKA Bienen züchten. Die brauchen ja leider Tageslicht. Die kann man nicht einfach so unter der Erde machen. Kann man schon, ich weiß, aber es ist einfacher, wenn man sie an der Oberfläche macht. Besonders wenn man anfängt, komplizierte Mechaniken zu bauen, damit die sich automatisch breeden und man zum Schluss die Sorte raus hat, die man haben will. Ach, nun komm, eine einzige Enderperle. Nur eine einzige Enderperle möchte ich haben. Ich kann mal das Feld ärgern. Ich stand heute schon den ganzen Tag hier einfach nur dumm AFK rum, um diesen Chunk zu laden, damit diese Lilypads hier mal wachsen. Habe ich natürlich keine Aufnahme von gemacht, weil ich glaube, dumm in der Landschaft rumsteht, ist nicht unbedingt etwas, was ihr sehen wollt. War klar, dass du gleich eins meiner Weeds abgreifst. So, den ganzen Stuff einsammeln. Da haben wir alles. Jetzt das Ganze wieder neu planten. Was wir auch noch... Oh, die geben ja ein Damage. Wusste ich gar nicht. Was wir auch noch in Angriff nehmen werden, ist irgendwann eine konstante Energieversorgung, die uns unabhängig macht von der Lava aus dem Nether und dass wir die Lava aus dem Nether wirklich nur noch als Lava aus dem Nether verwenden und nicht mehr in irgendwelchen Generatoren verbrennen, sondern dass wir uns daraus Obsidian herstellen können oder generell Lava haben, um es abzuzapfen und nicht mehr um es in irgendwelchen Generatoren zu verbrennen. Ja. Mein Ziel ist sowieso immer generell eine Unabhängigkeit von allem Möglichen und mich und Maschinen, die ewig und 3 Tage laufen können. Ohne Pause. Und da gehört nun mal eine vernünftige Energiequelle dazu. Und damit meine ich nicht Solarenergie, weil Solarenergie einerseits IC2-Energie versorgt, was nur Heidenkram bei der Umkonventierung ist, damit ich da auch andere Sachen versorgen kann, sondern auch noch dazu kommt, dass eine vernünftige Solarenergieversorgung einfach Unmengen an Ressourcen kostet und eher Endgame ist. Ich meine, man kann sich jetzt mal ausrechnen. Das hier produziert 512 EU per Tick. Das ist zwar wirklich ein Haufen, aber ich brauche 8 hiervon. Das braucht 8 hiervon. Das braucht 8 hiervon. Und jeder, der jetzt ein bisschen Mathematik beherrscht, kann mir jetzt sagen, wie viele Generatoren ich zum Schluss brauche, um so einen zu bauen. Ja. Verdammt viel. Mehr als verdammt viel. Für meinen Geschmack viel zu viel. Das heißt, Solarenergie fällt weg. Öl fällt weg, weil Öl ist echt ätzend zu besorgen. Wenn man sich nicht unbedingt ein Age macht, wo alle 5 Meter eine neue Ölquelle ist, dann ist Öl einfach grausam. Lava, wie schon erwähnt, fällt auch weg, weil dann müsste ich die Pumpe im Nether immer wieder neu stellen. Besonders wenn es anfängt, dass ich mal richtig viel Energie haben möchte und nicht nur so einen Generator, sondern halt eine ganze Brigade von diesen Generatoren. Das heißt, Lava fällt auch weg. Es gibt zum Glück noch zig andere Möglichkeiten, um Energie zu erzeugen. Eine der besten Möglichkeiten ist Bio.
Interessanterweise ist es in Minecraft so, dass die beste Methode, um Energie zu erzeugen, die Methode ist, die auf wiederverwendbare Ressourcen basiert. Sollte man sich vielleicht in der Wirklichkeit mal auch Gedanken machen. Ich meine, Kohle, was man aus der Erde rausholt, ist relativ selten und deshalb nicht wirklich benutzbar. Öl ist auch sehr begrenzt und immer damit verbunden, dass man ständig mit dieser Pumpe von A nach B wandert. Und mega nervig. Lava, was im Endeffekt thermale Energie ist, hat man zwar Unmengen, aber auch nicht unendlich. Solar hat man unendlich, ist aber viel zu teuer bei der Herstellung von Solarpanelen. Und das günstigste und effektivste ist immer noch Bio-Benzin, Bio-Sprit, Bio... Auf jeden Fall, wir machen uns aus Gemüse und Bäume und sonstigen Krempel unseren Treibstoff. Das ist der Plan. Und die ganzen groß angelegten Farmen, die dafür brauchen, die kommen hier schön unter die Erde, verbuddelt. Die will doch kein Mensch sehen. Die sollen einfach nur laufen und mehr sollen die auch nicht tun. Allerdings ist das noch relativ weit in der Zukunft. Dafür muss ich einerseits ein Haus bauen, andererseits das Erdreich ein bisschen auffühlen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das per Hand zu machen. Das heißt, ich werde mir irgendwann eine Quarry holen und die Quarry werde ich nur dafür bauen, um das Erdreich hier aufzubuddeln und danach schmeiße ich die Quarry weg. Weil die normale Quarry kann man knicken. Ich hasse die normale Quarry. Okay, ich hasse sie nicht, aber die neue ist einfach unglaublich viel geiler. Die Ender Quarry. Was übrigens auch ein Projekt ist, was wir in Angriff nehmen. Deshalb auch hier hinten der Enchantment Table und die 3 Millionen verzauberten Bücher. Wofür wir die brauchen und was das hier für ein Gerümpel ist, das sehen wir später. Allerdings brauche ich für die Ender Quarry, aus dem Namen schon erwähnt, Ender Perlen und die müssen wachsen. Oder ich mache Jagd auf Enderman. Das mache ich mittlerweile auch schon jede Nacht, aber... Ich habe so wenig Endermen gefunden und die paar, die ich gefunden habe, haben sich entweder so schnell wegteleportiert, dass ich nicht hinterherkam, oder sie haben einfach gar keine Perle gedroppt. Das End haben wir leider noch nicht entdeckt. Das ist noch etwas, was offen ist. Das heißt, von da kann ich mir noch keine Enderperlen holen. Würde ich mich jetzt ins End begeben, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit vom Drachen gekillt werden. Das ist auch nicht gerade die schönste Methode, um sich umbringen zu lassen. Guck sie dir das an. Schon 116 Glas. Na, heide Witzka. Das geht schnell. Das geht schneller als ich dachte. Das heißt, wir haben fast 4000 Stone. Und schon über 100 Glas. Da kann man doch was draus bauen, wa? Was ich noch machen muss, ist mir Clay zu farmen. Weil ich will nicht einfach nur Glas, sondern ich will Strain Glas haben. Also. Um mal kurz zu fassen. Ich will das hier haben. Strain Glas Blue. Dafür braucht man den hier, den Chemical Dye Blue. Mit diesem Rezept kann man auch gleich drei Blöcke aus einem Dye machen. Der Dye wird aus einem Stück Clay und etwas Blauen. Da können wir den Lapis verwenden, weil Lapis haben wir echt reichlich. Wenn wir uns hier mal reingucken, hier 28, das meinte ich eigentlich nicht, das meinte ich auch nicht. Hier haben wir nämlich 60 Lapis Blöcke. Lapis gibt's reichlich. Und links unten nochmal ein Stack. Das heißt, wir müssen einfach nur wie bekloppt Clay sammeln, was mit dem Excavator kein so ein großes Problem ist. Können dann das Glas in Blue Strain Glas umbauen und können hier schön fröhlich unser Häuschen anfangen hinzuzimmern. Das wird ziemlich groß. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem Boden anfange. Ich würde ganz gerne hier so einen Weg durch den Boden machen. Wie so eine Art Teppichweg. Aber ich habe längst nicht genug Wolle dafür. Allerdings will ich auch erstmal nur die Wände stehen haben, damit ich schon mal einen Anfang des Grundgerüstes habe. Wie ich die Beleuchtung mache, steht auch noch offen. Ich will es eigentlich mit diesen Resnams machen, die hier überall draußen am Zaun stehen. Also nicht mit denen, aber ich will mir halt genauso welche bauen. Weil von denen müsste ich vielleicht hier eine hinsetzen und hier eine und hier eine und würde komplett... die Hälfte des Grundstücks beleuchten. Ja.
das produziert hier jetzt noch fröhlich vor sich hin. Ich werde mich hier noch ungefähr eine Stunde oder zwei neben AFK einstellen, damit die noch ein bisschen wachsen. Dann werde ich morgen früh die nächste Aufnahme starten oder morgen Mittag. Mal gucken. Und da werden wir anfangen, unser Haus zu bauen. Weil bis dahin sollten wir auf jeden Fall genug Ressourcen zusammen haben, um das Haus hinzuzimmern. Nun gut. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das Haus aufbaue, ich werde das Ganze auch ein bisschen mit Zeit, mit Time Loop machen und mit ein bisschen Musik hinterlegen. Da suche ich mir einen schönen Song raus, der so ein bisschen Builder-like ist. Wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr das hören wollt, klickt auf die nächste Folge, schaut sie euch an. Also bis dann. See ya!